Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute zeige ich dir mal vier Übungen, mit denen du deinen Nacken wieder richtig entspannen kannst. Denn oftmals ist es so, sei es jetzt bei Sportlern oder halt auch bei Personen, die viel am PC sitzen oder vielleicht schwere Sachen heben müssen regelmäßig, dass sie einen Teil des Körpers sehr, sehr stark vernachlässigen und das ist eben der Bereich Nacken und Halsmuskulatur. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass das Ganze einfach eine Einheit bildet. Der Nacken verbindet den Kopf mit dem Oberkörper, mit dem restlichen Körper und sollte einfach auch regelmäßig entspannt werden durch gewisse Dehnungen. Und wir fangen mit der ersten Übung an. Im Idealfall hast du eine kleine Bank oder einen niedrigen Tisch, an dem du dich festhalten kannst, während du darauf sitzt. Und du fängst an, du nimmst deinen Arm, hältst dich dort an der Seite fest, der Griff ganz normal so zur Seite. Und zur gegenüberliegenden Seite ziehst du dann oder legst du erstmal den Kopf, dann versuchst du ihn auf die Schulter zu legen, hältst dich weiterhin hier fest und ziehst dann mit dem Kopf langsam hinterher. Du wirst es merken, die Dehnung ist hier im Hals zu spüren, vielleicht auch sogar noch Richtung Arm, noch etwas in die Schulter hinein. Und jede dieser Übungen ca. 30 bis 60 Sekunden mindestens, damit auch ein vernünftiger Effekt eintritt. Das wird dir auch jeder Physiotherapeut raten. Kurzzeitige Dehnungen bringen einfach nicht viel. Du kannst teilweise, wenn es sehr stark verspannte Muskeln sind, das Ganze auch einfach länger machen. Du wirst es halt daran merken, meistens tendiert man zu einer Seite, wo die Verspannung mehr ist. Und was es da merken, wo es halt am meisten wehtut, einfach richtig lange dehnen, ruhig ein- und ausatmen, auch bei den folgenden Übungen natürlich, und dir Zeit lassen dabei. Umso effektiver ist das Ganze und danach immer mal wieder ein bisschen auflockern, auf der anderen Seite festhalten, da den Kopf hinziehen und die Übung ist dann schon perfekt. Bei der nächsten Übung brauchst du auch wieder eine kleine Bank oder einen niedrigen Tisch, auf dem du sitzen kannst. Die Handfläche diesmal offen, die jetzt nach vorne zeigt zur Kamera, hinten festhalten, den Kopf zur Seite drehen und dann mit der Hand wieder sanft nachhelfen. Du wirst es merken, es ist hier hinten die Nackenmuskulatur, die zieht. Auch wieder 30 bis 60 Sekunden lang halten, dann Seitenwechsel. Fertig. Die nächste Übung ist etwas komplexer. Du brauchst einen speziellen Griff und zwar zwischen Daumen und Zeigefinger. Der Daumen wird hier am Ohr angesetzt. Der Zeigefinger geht dann halt um die Kopfbasis drumherum, also dort, wo der Kopf auf deiner Wirbelsäule sitzt. Und dann guckst du im 45-Grad-Winkel nach unten, Ellenbogen ist offen und drückst es langsam nach unten. Das Ganze natürlich dann auch mit der Seite. Ellenbogen ein bisschen offen, nach unten drücken. Passt. Und bei der nächsten Übung schaust du im 45-Grad-Winkel nach oben, während du auch wieder irgendwo sitzt, entspannt bist, alles gerade, guckst nach oben und kannst hier am Kinn oder an der Stirn nachhelfen. Das merkst du dann vor allen Dingen hier vorne im Halsbereich, dass die Muskeln dort ziehen. So. Und wie gesagt, regelmäßig einfach das machen, egal ob du im Büro sitzt, ob du viel Sport treibst, viel schwere Sachen im Beruf heben musst, ist einfach immer wieder wichtig, diese Verbindung, diese ganz, ganz kritische Verbindung zwischen Kopf und Oberkörper einfach möglichst zu entspannen, weil ansonsten können sich Beschwerden einstellen, die beispielsweise mit dem Hörgang zu tun haben oder mit dem Sehen, mit dem Mund, mit dem Schmecken, mit den Sinnesorganen. Also es hängt da sehr, sehr viel zusammen. Einfach, wenn es dich interessiert, noch weiter dazu einlesen, die vier Übungen regelmäßig machen und dann kannst du dir da deine Gesundheit erhalten und auch fördern, falls du da jetzt Probleme haben solltest. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Halt, warte einen kleinen Moment noch, denn ich habe jetzt noch was ganz Tolles für dich und zwar meinen kostenlosen Newsletter. Den Link dazu findest du in jeder Videobeschreibung. Du kannst dich kostenlos anmelden und ich werde dir dann regelmäßig Informationen schicken, meistens einmal die Woche zu den Themen Gesundheit, Fitness, Business und Persönlichkeitsentwicklung. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist. Einfach anmelden und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Dankeschön.